So, Kinas, ihr habt euch gewünscht, heute den Glen MacArt Spring Allen 25 Jahre zu probieren. Aber Kinas, was soll ich euch sagen? Wir probieren heute mal was ganz anderes. Ich muss schon wieder lachen hier. Ich habe hier den Whiske Salach Fileat Fior Dona. Juske Falach Feiriat Fior Dona. So, dann stellen wir mal hier hin. Sieht man das? Sieht man das, Kinders? Nein, da sieht man nichts. Da muss ich was auf und drunter stellen. So, jetzt sieht man was. Oder sieht man was, Kinders? Ja? Ist das scharf? Ja, das ist scharf, ne? Kann man so lassen, Kinders. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding ausspricht. Das ist die Frage, Kinders. Und die konnte mir bisher noch keiner wirklich richtig beantworten. Aber so ist das halt. Ob das Ding schmeckt oder nicht, das werden wir gleich sehen. Bleibt schön dran. Nach dem Intro geht's los. Ach, ich habe das Intro noch gar nicht rausgeholt. Aber dafür war der Papa heute pünktlich, Kinders. Ihr kennt das ja. Aber das geht's zur Not auch ohne heute, oder? Willkommen beim Unfriendly Mr. B. Und los geht's, Kinders. Hier, wir sind mal wieder beim Whisky. Das gleiche wie beim letzten Mal auch. Ihr kennt das. Jetzt müssen wir mal hier die Buddel aufreißen. Wenn ich die noch aufreißen könnte. Der Papa kriegt das schon. Ihr hättet mich ja von vorher aufreißen können. Immer jedes Mal das gleiche hier. Ah, ja, aber ich freue mich schon tierisch drauf. So nice hier. Da habe ich mir direkt gedacht, ne? Jo, das ist er. Das ist er. Die Farbe. Jo, das ist so. Das ist so. So urinprobenmäßig, ne? So Doping-Test. Das ist, wo ich immer sag, für Farbtrinker geeignet, ne? Da gucken wir erstmal, was wir im Glas haben. Uiuiuiuiui. Wenn du die erste Nase reinhältst, weißt du gleich, wo du bist, ne? Da hast du direkt den Moment, wo du sagst, hier, das könnte oder das könnte auch, das riecht ja schon mal klassisch nach Whisky, ne? Ich würde sagen, wenn du schon mal Whisky im Glas hattest und dran gerochen hast, dann sagst du gleich, ja, das ist Whisky. Keine Ahnung was, aber boah, ich krieg schon so einen Speichelfluss, ne? Ich meine, da haust du eine Maraschino-Kirsche und dieses Syrströming in den Mixer, ne? Und machst da einen Brotaufstrich. Boah, ich könnte direkt einen Kochkanal aufmachen hier, boah. Jetzt kommt direkt der Ahoi-Brause-Moment, ne? Es könnte aber auch gebackenes Kartoffelpüree mit Leberwurst sein, ne? Richtig schön auf ein Brötchen morgens hier zum Frühstück. Boah, da kriegt man direkt Hunger. Aber hey, boah, ich habe jetzt hier Speichelfluss total. Ich muss jetzt direkt probieren, sonst brauche ich einen Lappen. Probieren ist natürlich ganz wichtig, ne? So, Kinders, auf euch! Ich habe erst so gedacht, schade, ne? Aber boah, Kinners, das ist toll. Das ist so richtig nicey McNice. Da denkst du dir so, das geht schon mal in die richtige Richtung, ne? Das ist da so fruchtig, ne? So hellfruchtige Frucht. Das ist so typisch, boah, da kommt erst so diese dicke Fruchtnote, wenn das dann in diesen Joghurt umschwenkt, ne? Ihr wisst schon, hier diesen Fruchtjoghurt, so diesen Danone Nuss oder hat Bauers Stracciatella, ne? Oder Milzana Crispy Balls, sowas halt. Da
dahinter merkst du dann halt auch so in Anklängen, wo du bist. Weißt schon, ne, so diese dezent schmuddelige Note, so richtig Sommer. Das ist hier echt so ein Sommerwhisky. Boah, mir läuft schon das Wasser so im Mund zusammen. Ja. Boah, ja, und hinten raus verrät er auch, wo er herkommt, ne? Du, ey, der kommt aus Schul, Schottland, ne? Aber gut, ist halt so. Ich bin eigentlich voll enttäuscht davon, aber dann kommt dieser, boah, ist das voll lecker, ey, das hört gar nicht mehr auf, das bleibt so lang im Mund, boah, ey, das, ich muss nochmal trinken. Da kommt für euch aber natürlich die Frage, ne? Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist das aber gewesen, wo ich gesagt habe, jo, das ist es. Ich finde das auf jeden Fall ziemlich cool. Kann man mitnehmen. Also, wenn du Bock drauf hast, ansonsten lass es halt, ne? Ihr wisst schon, wo ihr die Bottle kriegt. Ich sag mal hier, 4 Daumen hoch. Der Papa hat ja nur 2. Habe ich mich wieder schlecht vorbereitet hier. Sorry, aber so ist das, ne? Also, Kinders, ich sag da mal, bis dahin, ne? Viel Spaß, euer unfriendly Mr. B.